Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Risen. Wir sind hier beim Banditenlager, würde ich sagen. Hier quatschen wir mal mit Ricardo. Hallo. Was ist? Was machst du hier? Was machst du hier? Wache schieben. Und, wie läuft die Wache? Und, wie läuft die Wache? Beschissen. Wieso? Stell du dich mal Tag und Nacht in den Sumpf. Ist hier kalt? Ist dir kalt? Nein, hier stinkt's. Erzähl mir was über das Lager. Erzähl mir was über das Lager hier. Da hinten ist der Tempel, da ist der Sumpf. Hier ist mein Wachposten. Ach was. Einen Moment, ich bin sofort wieder da. So, sorry, es hatte genau in dem Moment gerade geklingelt an der Tür, als ich hier war. So, was machst du hier außer Wache schieben? Was machst du hier außer Wache schieben? Das Lager verteidigen. Gegen was? Biester. Welche Biester? Die aus den Ruinen. Der ist genervt. Und wo genau sind diese Ruinen? Wo genau sind diese Ruinen? Überall da, wo der Boden Buckel hat. Hast du in letzter Zeit solche Biester gesehen? Hast du in letzter Zeit solche Biester gesehen? Ja, da hinten bei der Ausgrabungsstelle, mitten im Sumpf sind welche. Und? Machen mich nervös. Warum? Sie sind eklig. Ist nicht wahr. bist du ein guter Kämpfer? Bist du ein guter Kämpfer? Zum Bauernklatschen reicht's. Ja, so siehst du auch aus. Wer hat hier das Sagen? Wer hat hier das Sagen? Der Don. Wer? Der Kerl im Tempel. Ach. Du bist nicht gerade ein Mann der großen Worte, oder? Du bist nicht gerade ein Mann der großen Worte. Wozu auch? Ich kenne dich doch überhaupt nicht. Was macht der, euer Don im Tempel? Was macht euer Don im Tempel? Geschäfte. Welche? Das geht dich nichts an. So? Ich wette, du hast keine Ahnung. Ist mir egal. Dir irgendwas aus den Knochen zu leiern, ist eine Qual. Dir irgendwas aus den Knochen zu leiern, ist eine Qual. Du stellst die falschen Fragen. Was wäre es dir wert, wenn ich die ekligen Viecher für dich töte? Okay, versuchen wir es mal damit. Was wäre es dir wert, wenn ich die ekligen Viecher für dich töte? Ah, 30 Gold? Das ist ja Wahnsinn. kannst du mich trainieren? Kannst du mich trainieren? Ah, weiß nicht. Gegen Gold? Meinetwegen, aber ich spiele nicht das Kindermädchen für dich. Ich zeige dir, wie du mit der Armbrust schießt. Mehr nicht. Okay. Gut, ich töte die ekligen Insekten im Sumpf für 30 Gold. Gut, ich töte die ekligen Insekten im Sumpf für 30 Gold. Okay, mach weg die Dinger. Ja, ja. Und wehe, du zahlst nicht. Neue Quest, eklige Insekten. Okay. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Kannst du mich im Kampf unterrichten? Armbrust 2, 200 Gold, 10 Lernpunkte. Wo oder wie erkenne ich, wie viele Lernpunkte ich hier habe? Eigenschaften, Schutz vor Klingen, Schutz vor Hiebwaffen, Schutz vor Stichwaffen, Feuer, Eis, Magie, Stärke 10, Geschicklichkeit 10, Weisheit 10, Mana 40 von 40, Lebensenergie 92. Lernpunkte habe ich 10, okay. Ich würde aber erstmal vielleicht doch auf Schwertkampf gehen. Schild, Rüstung, Helm, Fähigkeiten, Schwertkampf habe ich 1 Punkt, Bogen 1 Punkt, Armbrust 1 Punkt, Axtkampf 1 Punkt, Stabkampf 1 Punkt, Alchemie, Schmieden, Erdschürfen, Tiere ausweiden, Schriftrolle erstellen, Siegel, Diebeskünste, Schlösser öffnen, Taschendiebstahl, Akrobatik, oh, Akrobatik kann ich hier lernen, Leichen, Frost, Feuerball, magische Geschosse. Du kannst einen Magiekristall benutzen. Feuerkristall, Frostkristall. Okay, was haben wir hier? Übersicht. Aha, okay, Lehrer. Händler. Erledigt. Welt, finde den Schlüssel im verlassenen Haus. Folge Nil nach Westen. Folge Nil weiter nach Westen. Okay, nur Banditenlager. Hier Region, Welt, Region, Quest.
Okay, das da im Norden ist das Banditenlager. Und da südwestlich, da kamen wir her. Die anderen beiden weiß ich nicht. Wahrscheinlich, dass da im Süden ist die Hafenstadt. Und das da Nordosten, das ist vermutlich die... Da kommen die Weißen her, die Inquisition. So. Ich habe noch einen Knüppel. Ja, den, muss ich noch verkaufen. Domingo? Was willst du? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Das war doch die Stimme von Gorn, oder? Erzähl mir was über dieses Lager. Erzähl mir was über dieses Lager. Bist noch nicht lange hier, was? Also pass auf, ich mach's kurz. Wenn du essen willst, musst du dafür arbeiten. Aber wenn du hier bist, um abzusahnen, gehst du besser zu den Kuttenträgern in der Vulkanfestung. Hier wird dir jeder die Hand abschlagen, wenn du dich an den Sachen anderer vergreifst. Klar? Und jetzt geh wieder, ich hab zu tun. Aber Domingo... Was machst du hier? Was machst du hier? Ich bin Kämpfer. Ein guter Kämpfer? Der Beste. Und jetzt geh. Ich hab keine Zeit zum Quatschen. Okay, ich glaube, den nerv ich nicht weiter. Was, wer ist das? Handlanger. Ist das sein Name oder... oder sein Titel? Wolltest du was? Ja, was? Seilrolle? Achso, ist zum Sitzen. Da sind ein paar eklige Biester. Ich hoffe, das sind nicht die, die ich kaputt machen muss, oder? Sam! Hallo. Ich habe hier noch nie gesehen. Ich bin ja auch noch nicht lange hier. So. Mann, da hast du dir ein schönes Plätzchen ausgesucht. Kannst froh sein, dass du noch lebst. Die Gegend hier ist gefährlich. Du bist kein Holzfäller, oder? Du bist kein Holzfäller, oder? Nein, auch wenn's vielleicht gerade so aussieht. Ich bin Jäger. Meine Jungs und ich kümmern uns um die Fleischbestände des Banditenlagers. Du bist Anführer der Jäger? Du bist Anführer der Jäger? Ja, aber wie du siehst, komme ich hier nicht weg, um mich um sie zu kümmern. Meine Jäger machen momentan, was sie wollen. Lass doch den Kram hier liegen und mach was anderes als Holzsägen. Lass doch den Kram hier liegen und mach was anderes als Holzsägen. Wenn ich könnte, würde ich. Das kannst du mir glauben. Doch ich fürchte, dass es Brogar nicht gefallen würde, wenn ich mich einfach aus dem Staub mache, bevor sein Holz hier gesägt ist. Brogar? Der Anführer der Kämpfer. Ein ganz übler Bursche. Du wirst ihn ganz sicher noch kennenlernen. Geh ich auch mal. Du sägst Brogars Holz? Du sägst Brogars Holz? Allerdings. Er sagt, er müsse seinen Vorrat an Brennholz aufstocken. Aber das ist reine Schikane. Warum? Ich habe mich mit ihm angelegt. Und jetzt lässt er mich dafür bluten. Heißt das, dass Brogar dich von deiner eigentlichen Arbeit abhält? Heißt das, dass Brogar dich von deiner eigentlichen Arbeit abhält? Was soll ich machen? Ich kann ja nicht Holz sägen und gleichzeitig jagen gehen, du Schlaumeier. Warum wehrst du dich nicht dagegen? Im Moment habe ich keine andere Wahl. Er hat die ganzen Kämpfer auf seiner Seite. Das klingt so, als hättest du Angst vor ihm. Ist das so? Nun, dann solltest vielleicht du mal mit ihm reden, was? Er ist gleich dort drüben. Viel Spaß, Kleiner. Aber Sam, ich will bei euch mitmachen. Ich will bei euch mitmachen. Na gut. Ich erkläre dir jetzt mal ein paar Dinge, Kleiner. Der Don sitzt in seinem Tempel und hat sich schon seit Tagen nicht mehr hier draußen sehen lassen. Seine Frau Rachel versucht seitdem, das Lager hier draußen zu leiten. Wenn du es schaffst, Rachel von dir zu überzeugen, wärst du sicher ein ganzes Stück weiter. Verstehe, Rachel also. Nicht so schnell, Kleiner. Die Sache hat einen kleinen Haken. Lass mich raten. Brogar? Ich sehe, du lernst schnell. Warum kann ich nicht einfach mit dem Don selbst sprechen? Kein Problem. Dazu musst du an dem Wachposten oben am Tempeleingang vorbei. Hast du schon mal mit ihm gesprochen? Nein, noch nicht. Dann rede doch mal mit ihm. Vielleicht lässt er dich herein. Kannst du mir was beibringen? Du willst doch wohl nicht Holz hacken. Ich dachte eher an die Jagd. Da bist du bei mir richtig. Was kannst du mir über die Jagd beibringen? Geschick, Bogen, Schleichen. 100 Gold, 5 Lernpunkte. Tiere ausweiden, 100 Gold, 5 Lernpunkte. Will ich das machen?
die beiden schleichen und Tiros weiten. Ich glaube, da, Tiere ausweiten, das könnte uns Geld einbringen. Ich mach das hier mal. Zeige mir, wie man Tiere ausweidet. Du schlitzt die Beute vom Kopf her bis nach hinten auf. Dann kannst du das Fell mit einem Ruck vom Körper ziehen. Mit dem richtigen Werkzeug kannst du Tieren auch ihre Hörner oder Zähne rausschneiden. Das Werkzeug kannst du bei vielen Jägern kaufen. Okay, und komm, schleichen mach ich auch du mal. Du brauchst noch mehr Gold. Ah, ich hab nicht... Okay. Gut. Bin ich jetzt erstmal pleite. So. Wer ist das hier? Das ist Broga. Hallo. Hey, kann mich nicht erinnern, dir erlaubt zu haben, mit mir zu reden. Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? An deiner Stelle würde ich wieder meine Schaufel greifen und weiterarbeiten. Ich bin kein Arbeiter. Ich bin kein Arbeiter. Bist du nicht? Sehr gut. Dann bist du ab jetzt mein Lakai. Ich hab Hunger. Bring mir eine gebratene Keule Fleisch von der Köchin Rachel oben bei der Schmiede. Aber beeil dich, sonst komm ich dich holen. Leck mich doch, Bruder. Ja gut, Rachel. Wo ist denn die? Oscar? Hier. Pass auf, was du anfasst. Ja, sorry, Jäger. Rachel! Noch jemand, den ich füttern muss. Was willst du? Du bist hier die Köchin? Du bist hier die Köchin? Jetzt werd mal nicht frech. Dir wird doch jemand gesagt haben, wer ich bin. Ich bin Rachel, die Frau des Don. Ich kümmere mich um die Schweinebande hier draußen. Wenn du dich hier nicht benimmst, kommst du ins Loch, verstanden? Hier, nimm ein Stück Fleisch und dann geh wieder an die Arbeit. Broga will eine gebratene Keule Fleisch. Broga will eine gebratene Keule Fleisch. Und er hat dich losgeschickt, um sie ihm zu bringen, was? Ich hab dir schon was gegeben. Was du damit machst, ist deine Sache. Ich will mit deinem Mann sprechen. Ich will mit deinem Mann sprechen. Natürlich. Jeder muss mit meinem Mann sprechen. Der Don ist beschäftigt. Und solange das so ist, hab ich hier das Sagen. Ist das so? Wie läuft's denn so mit deiner Bande? Wie läuft's denn so mit deiner Bande? Jetzt guck dich doch mal um. Sieht das etwa so aus, als ob sich hier jemand kaputt schuftet? Das ganze Lager geht vor die Hunde. Wenn ich nicht so viel zu tun hätte, würde ich diesen Idioten mal die Hammelbeine langziehen. Vielleicht kann ich dir helfen? Vielleicht kann ich dir helfen. Was denn? Du? Wie willst du das denn anstellen? Ha! Willst du etwa die Arbeit der Anführer des Lagers übernehmen? Ich glaube, das ist ja wohl eine Nummer zu groß für dich. Wenn ich dafür Anführer des Lagers wäre, kein Problem. Wo genau ist das Problem mit deinem Lager? Wo genau ist das Problem mit deinem Lager? Jeder hier hat nur noch eins im Kopf. Das Gold aus den Tempelruinen. Mein Mann lässt die Jungs überall buddeln, um es zu bergen. Doch die Hälfte davon kommt nie bei uns hier im Lager an. Irgendjemand setzt sich über die Befehle meines Mannes hinweg und füllt sich hier die Taschen. Wenn ich nur wüsste, wer. Dir gehorchen scheinbar deine eigenen Leute nicht? Dir gehorchen scheinbar deine eigenen Leute nicht. Ist das so offensichtlich? Dabei hatte ich es anfangs ganz gut im Griff. Irgendjemand scheint die Jungs gegen mich aufzuwiegeln. Brogan, ich werde dir helfen, das Lager aufzuräumen. Ich werde dir helfen, das Lager aufzuräumen. Du willst dir einen Namen beim Don machen, was? Na gut, wenn du dich unbedingt unglücklich machen willst, geh zu den Anführern des Lagers und sieh nach, was sie für Probleme haben. Ich will wissen, was hier schiefläuft. Was würde dem Golddieb passieren, wenn du ihn kennst? Was würde dem Golddieb passieren, wenn du ihn kennst? Der Don wird ihn, ohne mit der Wimper zu zucken, töten. Ah ja, warum frage ich eigentlich? Ich will trotzdem mit deinem Mann sprechen. Ich will trotzdem mit deinem Mann sprechen. Also nochmal, Don Esteban ist beschäftigt. Warum sollte ich alle anderen wegschicken und bei dir eine Ausnahme machen? Weil ich ein netter Kerl bin. Ich will bei euch mitmachen. Ich will bei euch mitmachen. Dann mach dich nützlich. Hier gibt es genug zu tun. Zu Don Esteban lasse ich dich nur, wenn du was wirklich Wichtiges oder Wertvolles für ihn hast. Klar? Okay. Gut. Bringen wir Brogan sein Stück Fleisch. Broga? Hier ist dein Fleisch. Hier ist dein Fleisch. Das wurde aber auch Zeit. Das nächste Mal ein wenig schneller, ist das klar? Ich suche Arbeit, ich frag den mal. Den werden wir so oder so früher oder später kaputt hauen.
dem eine Lektion erteilen. Aber so wie ich die Spiele von Piranha Bytes bisher kennengelernt habe, wir sind am Anfang immer einen feuchten Dreck wert. Ich suche Arbeit. Was soll ich denn mit so einer halben Portion wie dir anfangen? Gib mir deine Waffe und deine fette Rüstung und ich zeig dir, wer hier die halbe Portion ist. Ganz schön vorlaut, du Bürschchen. Na gut, dann zeig mir mal, was du so drauf hast. Phil und Clay, zwei meiner Jungs, sollen im Osten beim Sumpfbauern abwechselnd Wache schieben. Clay, das faule Schwein, liegt aber schon ziemlich lange am Lagerfeuer herum. Geh doch mal hin und versuch, die Sache zu klären, bevor Phil da oben beim Sumpfbauern vergammelt. Bin mal gespannt, wie du das anstellen willst. Wachen Zeuge bringen ist genau mein Ding. Machen deine Kämpfer auch mal was anderes als Wache schieben? Ich frag mal. Machen deine Kämpfer auch mal was anderes als Wache schieben? Was sollen sie denn sonst machen, du Spinner? Du würdest dich wundern, wenn unsere Feinde hier angerückt kommen und keiner da ist, der sie auffällt. Also, hab mal gefälligst ein wenig mehr Respekt, klar? Du hast deine Jungs im Griff, was? Du hast deine Jungs im Griff, was? Darauf kannst du einen lassen, Freundchen. Jeder, der hier nicht spurt, den knöpfe ich mir persönlich vor. Wo kämen wir denn dahin, wenn hier jeder machen kann, was er will? Schon mal passiert? Ja, jetzt wo du es sagst. Ich vermisse einen meiner Männer. Er sollte für mich was erledigen, ist dann aber irgendwo im Sumpf verschwunden. Ich habe keine verdammte Ahnung, was mit ihm passiert ist. Ich habe Dorgan ausgeschickt, ein paar Besorgungen zu machen, aber er kam nie zurück. Weiß der Geier, wo er sich herumtreibt. Ich werde deinen vermissten Kämpfer finden. Ich werde deinen vermissten Kämpfer finden. Mann, oh Mann, der kann was erleben, wenn ich ihn in die Finger kriege. Wachen zur Arbeit bringen ist genau mein Ding. Mach deinen Scheiß gefällig selbst. Wachen zur Arbeit bringen ist genau mein Ding. Tatsächlich? Dann beweg dich. Der Sumpfbauer ist im Osten. Das hier traue ich mich noch nicht zu machen. So, mit Sam haben wir schon gesprochen. Wer ist das hier? Craig. Hi. Hast dich wohl verlaufen, was? Mach dir mal keinen Kopf. Ich werde mich schon um dich kümmern. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Craig. Wenn du dein hart erarbeitetes Gold loswerden willst, dann bist du bei mir genau richtig. Soll ich dir mein Gold jetzt nicht gleich in die Hand drücken, oder was? Oder geh mir an die Taschen, du kannst was erleben? Geh mir an die Taschen und du kannst was erleben. Was denn? Hast du kein Interesse an einem kleinen Spielchen? Wie funktioniert denn dein Spielchen? Wie funktioniert dein Spielchen? Ha, bist neugierig geworden, was? Also, pass auf, ich erklär's dir. Du gibst mir einen Teil deines Goldes und wenn du gewinnst, bekommst du deinen Einsatz doppelt zurück. Und wenn ich verliere? Dann gehört dein Gold mir. So einfach ist das. Und wer sagt mir, dass du mein Gold nicht einfach behältst? Wer sagt mir, dass du mein Gold nicht einfach behältst? Ein wenig mehr Mut hätte ich dir schon zugetraut, Bursche. Aber wie du willst, dich zwingt ja keiner. Du musst nicht spielen. Was müsste ich dafür tun, um zu gewinnen? Das kommt darauf an, worum es geht. Wir spielen um alles hier im Banditenlager. Wer ist der nächste Arbeiter, der von einer der Sumpfkreaturen gefressen wird? Wer gewinnt den nächsten Arena-Kampf? Solche Dinge. Hier gibt's Arena? Aber wenn du auf dich selbst setzt, nun, da solltest du schon etwas dafür tun. Ihr kämpft auch um Gold? Ist schon etwas länger her, aber ja, wir kämpfen auch um Gold. Drüben im Westen haben wir eine kleine Arena. Dort halten wir unsere Kämpfe ab. Was ist mit dir? Du siehst aus, als könntest du ein paar Schläge vertragen. Kann ich hier irgendwo trainieren? Da bist du bei mir genau richtig. Wenn du willst, trainiere ich dich. Erzähl mir mehr über die Arena. Der Kampf in der Arena ist keine ernste Sache. Wir machen das, um uns zu messen und zu trainieren. Wenn du kämpfen willst, geh zu einem unserer Kämpfer und fordere ihn heraus. Wenn der sich mit dir schlagen will,
geht er mit dir in die Arena. Der Kampf beginnt, wenn beide Gegner in der Arena stehen und ihre Waffen gezogen haben. Wer zu Boden geht, hat verloren. Verstehe. Welcher Kämpfer ist denn gut? Welcher Kämpfer ist denn gut? Ricardo ist eine Pfeife. Den würde ich mit der linken Hand fertig machen. Naja, Lorenzo ist auch nicht besonders. Domingo ist wohl der Beste hier im Lager. So wie ich das sehe. Bring mir was über den Kampf bei. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Stärke, Schwert. Okay, hier kann ich das zum Stärke plus 1. 11 Gold und 1 Lernpunkt. Stärke kann ich. Besorg dir erst mehr Gold. Okay. Ich bin pleite. Aber in der Arena will ich jetzt noch nicht kämpfen. So, Hawkins. Und wer bist du? Ich bin die ärmste Sau, die du je gesehen hast. Tag ein, Tag aus schuft ich mir hier den Arsch ab. Und was ist? Ständig werden mir obendrein noch Steine in den Weg geworfen. Manchmal wünschte ich mir, die Sumpfwürmer würden hier alles töten, was zwei Beine hat. Was ist deine Aufgabe hier im Lager? Was ist deine Aufgabe hier im Lager? Ich bin Anführer der Arbeiter und soll mich um die Ausgrabung kümmern. Kannst du mir mal sagen, wie ich das machen soll, wenn hier jeder tut, was er will? Schlechte Moral unter deinen Leuten? Schlechte Moral unter deinen Leuten? Schlecht ist gar kein Ausdruck. Der Goldrausch vergiftet die Gemüter meiner Arbeiter. Wenn nur einer von ihnen die Schlagkraft eines Kämpfers hätte, wäre er schon längst nicht mehr hier. Dann würdest du ihn nur noch in einer Kneipe oder einem Bordell der Hafenstadt rumhängen sehen. Gibt's da auch die rote Laterne? Wer wirft dir Steine in den Weg? Wer wirft dir Steine in den Weg? Alle paar Tage wird einer meiner Leute von einem Wurm oder Schlimmerem gefressen. Wir Arbeiter sollen die goldenen Artefakte sammeln und zu Beppo bringen. Doch nicht gegen die ganzen Monster kämpfen. Broga, das Riesenarschloch, sollte mich dabei eigentlich unterstützen. Ja, glaubst du etwa, er oder einer seiner Kämpfer bewegt sich, wenn uns was passiert? Vergiss es! Ich brauche eine bessere Rüstung. Das Einzige, was ich dir geben kann, ist Arbeiterkleidung. Die ist aber nicht umsonst. Außerdem bist du keiner meiner Arbeiter. Also, warum sollte ich dir unsere Kleidung geben? Mal angenommen, ich schaffe es, dass deine Arbeiter wieder arbeiten. Mal abgesehen davon, dass es eigentlich dein Job ist. Was wäre dann? Na gut. Wenn du das tatsächlich hinkriegst, können wir noch mal darüber reden. Ich werde mal mit Broga darüber reden. Du bist doch total bescheuert. Was willst du denn da machen? Keiner hier kommt gegen die Übermacht der Kämpfer und schon gar nicht gegen Broga an. Hör mal auf zu jammern und erzähl mir lieber, wie man Broga bearbeiten könnte. Du hast doch einen Vogel. Ich mach da nicht mit. Du bist ein Weichei. Lieber Weichei und lebendig als ein Held und tot. Bei meinem schwachen Herz lasse ich mich lieber auf keinen Ärger mehr ein. Jetzt übertreib mal nicht. Geh und frag die Jäger, wenn du mir nicht glaubst. Die können dir erzählen, wozu Broga fähig ist. Ich sehe schon. Das hat keinen Zweck. Ja. Wer gehört hier alles zu deinen Leuten? Arbeiter arbeiten. Oder auch nicht. Jedenfalls sind sie meist an Ausgrabungsstellen zu finden. Ein Arbeiter ist, wer Arbeiterkleidung trägt. Das wirst du doch wohl erkennen können. Oder? Dann stell nicht so blöde Fragen. Ja, was ist eine Arbeiterkleidung? Junge, weißt du was? Ich klatsche dich gleich um. Wer zur Hölle macht eine Graupe wie dich zum Anführer der Arbeiter? Ich hab's mir nicht ausgesucht. Der Don kam eines Tages zu mir, zeigte mit dem Finger auf mich und sagte, ab jetzt kümmerst du dich um die Ausgrabung. Und bums, hatte ich den Job. Ja, genau so war's. Da bin ich mir sicher. Erzähl mir mehr über eure Ausgrabungsstellen. Wir haben drei. Eine im Osten des Tempels und zwei sind mitten im Sumpf. Wenn du über Artefaktkisten stolperst, bist du richtig. Verstehe. Schurke? Nein, jetzt nicht. Heilpflanze, das nehmen wir mit. Oh, schon dunkel. So. Will mal ein bisschen? Oder brat mal eher?
Aber ich merke, ich werde auch langsam hungrig. So. Sieht richtig lecker aus. Sieht richtig lecker aus. Lorenzo? Ich hatte befürchtet, dass du mich anquatscht. Was willst du überhaupt hier? Hier gibt's nichts zu holen für so einen wie dich. Ich bin neu hier. Ich bin neu hier. Natürlich. Jeder Idiot kommt hierher wegen des Goldhaufens im Tempel. Aber ich sag dir was. Ich hab keine Lust, meinen Anteil vom Gold des Don mit noch jemandem zu teilen. Du bist Kämpfer, oder? Du bist Kämpfer, oder? Nein, ich trage meine Kampfrüstung nur zum Spaß. Ja, dann ist ja natürlich gut. Bin ich Kämpfer. Ach so. Was ist das für eine bescheuerte Frage? Ja, gut. Was hat Don mit dem Gold vor? Was hat der Don mit dem Gold vor? Noch so eine blöde Frage. Die Weißen haben die Stadt besetzt, deswegen sind wir ja überhaupt erst hier in den Sumpf zurückgewichen. Wenn die religiösen Fanatiker einmal abgezogen sind, werden wir uns die Stadt wieder unter den Nagel reißen. Entweder mit Waffengewalt, oder wir kaufen sie uns einfach zurück. Und was genau machen die Weißen in der Stadt? Was genau machen die Weißen in der Stadt? Du hast doch echt keine Ahnung, oder? Nein. Die Stadt brauchen sie nur, um ihren Nachschub zu sichern. Ihren eigentlichen Job erledigen sie in der Vulkanfestung. Aber frag mich nicht was. Ich habe keine Ahnung und es ist mir auch egal. Was? Was? Ha, dir wird noch das Lachen vergehen, du Witzbold. Wenn sie dich erstmal zu fassen kriegen und dich in den Tempelruinen verheizen, werde ich derjenige sein, der lacht. Wenn du das sagst. Woher hat der Don das ganze Gold? Woher hat der Don das ganze Gold? Das willst du gerne wissen, was? Pass auf, ich verrate es dir. Du siehst doch diesen Tempel dort. Den haben wir erobert. Und er war voller Gold und Artefakte. Solche Tempel gibt es überall hier auf der Insel. Wir müssen nur hingehen und das Gold herausholen. Ihr holt das Gold einfach aus den Tempelruinen? Ihr holt das Gold einfach so aus den Tempelruinen? Klar, einfach so. Mann, natürlich ist das nicht so einfach. Hast du schon mal diese Biester gesehen, die aus den Ruinen kommen? Die müssen wir natürlich erstmal wegputzen, bevor wir an das Gold kommen. Jemand wie du hat Probleme mit Viechern aus den Ruinen? Jemand wie du hat Probleme mit Viechern aus den Ruinen? Du wirst nicht aufhören zu nerven, oder? Nein. Okay, du Großmaul, dann pass mal auf. Wir zwei gehen zu einer nahegelegenen Tempelruine. Wenn wir die Biester dort weggemacht haben, teilen wir uns das Gold, das darum liegt. Dann werden wir ja sehen, wie gut du wirklich bist. Was meinst du? Warum habe ich das Gefühl, dass es dabei einen Haken gibt? Warum habe ich das Gefühl, dass es dabei einen Haken gibt? Kein Haken. Wir beide machen die Sache klar und teilen den Gewinn. Was davon passt dir nicht? Wie genau willst du das Gold aufteilen? Wie genau willst du das Gold aufteilen? Ganz brüderlich, 50-50, ist doch klar. Ich denke drüber nach. Ich bin noch nicht gut genug gerüstet. Ich denke drüber nach. Na gut, aber lass dir nicht so viel Zeit damit. Echse am Spieß? Was sieht da jetzt was? Abgesehen, dass ich das drehe? Ich glaube nicht. Wer bist du? Craig. Craig hatten wir schon geredet. Amboss? Ich bin kein Schmied. Oscar. Du bist hier der Schmied? Ich bin nicht nur ein einfacher Schmied, Jungchen. Ich bin der Beste und ein guter Goldschmied noch obendrein. Wenn du bei mir lernen willst, muss ich dich enttäuschen. Ich hatte seit Jahren schon keinen Lehrling mehr. Also frag mich erst gar nicht, klar? Sehe ich etwa wie ein Lehrling aus? Sehr gut, bin schon weg. Was müsste ich tun, damit du mir das Schmieden beibringst? Was müsste ich tun, damit du mir das Schmieden beibringst? Du hörst wohl schlecht, was? Ich will keinen Lehrling. Lehrlinge sind so nützlich wie ein Furunkel am Hintern. Da müsste schon einiges passieren, damit ich meine Meinung ändere. Ich hoffe für dich, dass du mich nicht nur deswegen angequatscht hast, Jungchen. Ich brauche Waffen? Ich brauche Waffen. Das sagen alle. Aber kannst du dir das auch leisten? Nein. Wenn ja, ich will lieber gar nicht wissen, woher du das Gold hast. Zeig mir deine Ware. Oh, ich liebe diesen Satz. Hast du auch Schwertrohlinge? Hast du auch Schwertrohlinge? Nur das, was ich verkaufe. Meine Erzvorräte sind nämlich leer. Aber wenn du mir Eisenerz anschleppst, dann kann ich dir natürlich Rohlinge herstellen. Ich möchte Eisenerz gegen Rohlinge tauschen. Ich suche Arbeit. Ich suche Arbeit. Pah, erzähl mir nichts.
Keiner hier sucht nach Arbeit. Ich schon. Das Einzige, was alle suchen, ist das Gold. Und du siehst nicht so aus, als wärst du eine Ausnahme. Okay, dann erzähl mir mehr über deine Goldschmiede. Erzähl mir mehr über deine Goldschmiede. Gold, Gold, immer nur Gold. Das schlägst du dir mal lieber aus dem Kopf, Jungchen. Jede Krümel Gold hier draußen gehört dem Don. Je eher du das akzeptierst, umso gesünder ist es für dich. Aber ich wollte eigentlich Arbeit. Jeder hier gibt sein Gold dem Don? Jeder hier gibt sein Gold dem Don? Einmal im Monat muss jeder von uns beim Don vorsprechen. Alles, was wir hier in der Gegend an Gold gefunden haben, werfen wir auf seinen großen Goldhaufen im Tempel. Tatsächlich jeder? Natürlich. Niemand wäre so dumm, das Gold zu behalten und sich damit mit dem Don anzulegen. Wenn du das sagst. Pah, ich weiß, was mit raffgierigen Typen passiert, die den Don bescheißen. Kein schöner Anblick, sag ich dir. Also komm nicht auf dumme Gedanken. Wie komme ich zum Don? Wie komme ich zum Don? Du? Zum Don? Vergiss es. Was sagst du mir doch einfach? Im Tempel lässt er nur seine engsten Vertrauten. Du müsstest schon etwas sehr Wichtiges für den Don haben, damit man dich zu ihm lässt. Verstehst du? Okay, was könnte den Don interessieren? Was könnte den Don interessieren? Der Don will Gold. Alles, was aus Gold ist. Goldmünzen, Goldteller, Artefakte und Waffen aus Gold. Waffen aus Gold? Na klar. Kürzlich fanden wir den Knauf eines sehr edlen Goldschwertes. Der Don will, dass ich dieses Schwert wieder richte. Leider fehlt fast die komplette Klinge. Ich werde die fehlenden Bruchstücke des Goldschwerts finden. Ich werde die fehlenden Bruchstücke des Goldschwertes finden. Wer weiß. Vielleicht hast du ja mehr Glück als ich. Lass dir nur nicht einfallen, die Dinger selbst zu behalten. Wenn du was findest, bring es mir, klar? Natürlich. Wo ist denn der Rest des goldenen Schwerts? Wo ist der Rest des goldenen Schwertes? Überall, wo diese alten Tempelruinen sind, findest du auch Kram der alten Völker, die sie erbaut haben. Sicherlich hat der eine oder andere hier im Lager schon eins dieser Dinger gefunden. Der besoffene Jäger Louis behauptet, mehr darüber zu wissen. Aber ich glaube, er schneidet nur auf. Wie willst du das goldene Schwert wieder richten? Wie willst du das goldene Schwert wieder richten? Gar nicht. Ohne die fehlenden Teile der Klinge kriege ich das nicht auf die Reihe. Ha, das könnte nicht mal der Beste. Und ich bin der Beste. Okay. Rachel, hatten wir schon, Jäger. Wer ist das? Schurke. Oh, ich dachte schon, ich falle jetzt in Tod. Ah, hier, Beppo. Was ist das? Ein Buch? Kann ich ihn nicht lesen. Okay, hallo. Beppo. Was stehst du hier in der Gegend rum? Geh Kisten schleppen, aber zack, zack. Eine Menge netter Leute hier im Lager. Eine Menge netter Leute hier im Lager. Was soll das heißen? Willst du etwa, dass ich dich beim Don melde? Was ist dir denn über die Leber gelaufen? Und was ist dir über die Leber gelaufen? Ich brauche die Artefaktkisten, und zwar schnell. Hawkins hätte mit seinen Arbeitern schon längst liefern müssen. Vielleicht hätten wir nicht so einen alten, tattrigen, herzkranken Zausel mit dieser Aufgabe betrauen sollen. Wer ist wir? Was machst du hier überhaupt? Wer ist wir? Was machst du hier überhaupt? Ich rede von mir und dem Don natürlich, du Spinner. Der Don will, dass die Artefakte aus den Ausgrabungen und alles, was aus Gold ist, bei mir abgeliefert wird. Das macht dich ziemlich wichtig, was? Hüte deine Zunge, sonst lasse ich dich auspeitschen. Was befindet sich in diesen deinen Artefaktkisten? Was befindet sich in deinen Artefaktkisten? Artefakte, du dämlicher Kerl! Sag doch schon der Name! Alles, was die Arbeiter ausgraben, packen sie in die Kisten. Wir haben schon wahre Kostbarkeiten hier in den Tempelruinen gefunden. Aber lass dir bloß nicht einfallen, den Goldkram zu klauen. Der Don würde dich zur Rechenschaft ziehen. Ich krieg ja schon richtig Angst. Ich könnte dir helfen, deine Artefaktkisten zu bekommen. Jetzt pass mal auf, du Brenner. Ich könnte dir helfen, deine Artefaktkisten zu bekommen. Na, das sag ich doch. Sorg dafür, dass die Dinger geliefert werden, aber zack. Geht das auch ein bisschen netter? Ich kann mir diesen Ton erlauben. Du mach dich erstmal nützlich. Bevor du hier nichts zu sagen hast, halt den Mund und mach deine Arbeit. Wo sind deine Scheißkisten? Wo sind deine Scheißkisten? Die stehen bei den Ausgrabungsstellen. Die Arbeiter da sollen sie hierher liefern. Eine Schande, dass das nicht schon lange passiert ist. Okay, wo geht's zum Don? Ich glaube, da lang. Wer ist das? Kämpfer. Halt! Keinen Schritt weiter. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus?
Ich habe keine Zeit, mit dir zu plaudern. Ich muss aufpassen, dass Typen wie du nicht ohne Erlaubnis zu Don Esteban reinspazieren. Also mach, dass du wegkommst. Wie bekomme ich die Erlaubnis, mit Don Esteban zu sprechen? Estebans Frau, Rachel, entscheidet, wer hier rein darf und wer nicht. Verstehe. Geh zu Sam oder Hawkins und lass dir Arbeit geben. Aber geh mir nicht mehr auf die Nerven, klar? Okay. Ich hab's versucht. Ich dachte schon, der pinkelt hier. Kann ich hier irgendwo pennen? Irgendwo schlafen gehen? Ich habe hier schon viele kennengelernt. So, Bett. Ich hoffe, ich kriege keinen Ärger dafür. Bis zum nächsten Morgen schlafen. So, wir haben jetzt ein paar Quests angenommen. Oscar hatten wir schon. Das sehe ich genauso. So, wo war... Nee, nicht hier. Hier. Quests. Die Arbeiter sollen wieder arbeiten. Goldene Bruchstücke für Oscar. Fauler Hund. Goldrausch. Eine Audienz bei den Don Esteban. Artefaktlieferung samt Gold verschollen. Eklige Insekten. Okay, da haben wir schon mal ein paar Quests. Broga will ich jetzt nicht nochmal über den Weg laufen. Erstmal. Einmal kurz speichern. Ich glaube, die Viecher muss ich machen. Alter! Wie war das? So, hier Lebensenergie. Lebensenergie. Erstmal futtern. Das gibt auch Leben, okay. Da ist noch ein ekliges Insekt. Jetzt nicht gedacht, dass die doch so schnell gehen. Maximal Lebensenergie plus 1. Druidenschierling. Reiselos. Eine lange Reise ist eine Erfahrung für das ganze Leben. Erfahrung plus 10. Wichtelkappe gibt Geschicklichkeit plus 1. Okay. Ich will erstmal schauen, vielleicht diesmal, dass ich die spare. Nicht sofort fresse, vielleicht kriege ich permanent Tränke draus. Was ist das da? Nautilus? Diese kleinen Tiere wuseln in jedem noch so kleinen Loch. Weiß ich, greifen die einen an? Wichtelkappe? So, nochmal Gold. Nutzloses Amulett. Damit könnte man nicht mal eine Frau beeindrucken. Wow. So, Bolzen. Niedrige Fackeln. Bruchstück eines Schwertes. Ohne Schmied ist das fast nichts wert. Ein von fünf Bruchstücke eines Schwertes haben wir. Okay. Reiselust. Oh, noch eine Reiselust. Wo geht's ins Lager? Ich glaube da. Ist das Kraut?
Ricardo? Die ekligen Insekten im Sumpf sind erledigt. Die ekligen Insekten im Sumpf sind erledigt. Gut. Hier ist dein Gold. Ja, so mag ich das. Kurz und schmerzlos. Was? Schon gut. Okay, für wen hatten wir noch? Hier. Die Arbeiter sollen wieder arbeiten. Goldene Bruchstücke für Oscar. Ich speichere das vielleicht vorsichtshalber. Wer sind die Arbeiter, die ich jetzt arbeiten schicken muss? Kann ich eigentlich mein Leben aufladen, indem ich auf einer Bank sitze? Lädt es sich auf? Nee. Schade, das hatte mir in Gothic 3 irgendwie gefallen, dass man durch sowas ein bisschen Leben regenerieren kann. Beere. Louis. So allein hier draußen? Ja. Was? Ich sagte, du bist ganz alleine hier draußen. Ja, ja. Schrei doch nicht so. Bin doch nicht taub, Mann. Hast du meine Bierflasche gesehen? Sie war doch eben noch hier. Du suchst deine Bierflasche. Du bist Sternhagel-Vollkollege. Du bist Sternhagel-Vollkollege. Na und? Wir weichen sowieso bald alle ins Gras. Wart nur ab. Wenn die Weichen hier aufkreuzen, sind wir alle am Arsch. Die Weichen? Ja, Mann. Die weißen Jungs von Inquisitor. Sag ich doch. Was weißt du über die Weichen? Was weißt du über die Weißen? Die fegen das ganze Land und machen alles kaputt. Schon mal einem Weißen begegnet? Bist du verrückt? Ich würde mich sofort aus dem Staub machen, wenn ich einen sehe. Verstehe. Wo ist diese verdammte Bierflasche? Meinst du nicht, dass du langsam mal genug hast? Meinst du nicht, dass du so langsam mal genug hast? Genug? Genug, sagst du? Ich kann gar nicht genug saufen. Warst du schon mal im Banditenlager? Wenn du da mal ein paar Tage verbracht hast, dann fängst du auch an zu saufen. Glaub mir. Was stimmt nicht mit dem Banditenlager? Was stimmt nicht mit dem Banditenlager? Arschkrampen. Alles Arschkrampen. Die bescheißen sich da gegenseitig. Kannst dich auf keinen verlassen. Ich trau dir jedenfalls keine mehr. Aber am allerschlimmsten ist dieser brutale Bruger. Wenn ich den schon sehe, krieg ich weiche Knie. Erzähl mir mehr über diesen Bruger. Der scheint hier sehr beliebt zu sein. Erzähl mir mehr über diesen Bruger. Der hat den ganzen Laden da unter Kontrolle. Offiziell. Danke. Also, offiziell hat Brogar nur die Kämpfer unter sich. Aber das stimmt nicht. Alle haben Angst vor ihm. Brogar will den großen Dunn ablösen. Verstehst du? Oh. Du scheinst eine Menge über Brogar zu wissen. Du scheinst eine Menge über Brogar zu wissen. Ich weiß mehr, als du glaubst. Nicht nur über Brogar. Wenn du mir Bier besorgen kannst, dann bin ich dein Mann. Du verstehst schon. Ja, ja. Du suchst deine Bierflasche? Du suchst deine Bierflasche? Sag ich doch. Hörst du schlecht, was? Ich hatte sie doch gerade noch hier. Ein Bier für eine Information. Ein Bier für eine Information. Du Spaßvogel, hast gar kein Bier dabei. Hol was.
Okay, gibt's hier Bier? Liegt hier Bier rum? Hier liegt ein Mana-Pilz. Und eine Mana-Wurzel. Okay, interessant. Bestimmt ist Broga auch derjenige, der hier das Gold hier in die eigene Tasche verschwinden lässt. Noch ein Kraut. Was ist das denn? Eine Moorleiche? Mist. Du kannst aus einem Wasserfass trinken, um dich zu heilen. Okay, die Moorleiche war doch ein bisschen härter als gedacht. Oh ne, ich muss das Gespräch nochmal neu machen. So allein hier draußen? Echt? So. Ich mach das alles nochmal von vorne. Überspring das aber. So. Okay, diese Sumpfleiche. Ein Schlag, die hat uns gekillt. Okay, wir haben aber auch halbes Leben. So, gibt's hier sonst noch irgendeinen Arbeiter oder so? Was ist mit ihm? Du hast doch bestimmt noch was vor. Gab es hier noch nicht irgendwo noch ein Wasserfass? Ich müsste mal mein Leben aufladen, ohne extra schlafen zu gehen. Ich esse. Kenne kein Rezept. Oh, Rezepte gibt es hier auch. Okay. Ob uns das gefährlich wird? Hier sind ja noch welche. Handlanger. 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 Dwight? Den kenne ich noch nicht. Sieht ziemlich entspannt aus. Ist ja auch schön ruhig hier. Keiner geht mir auf die Nerven. Hier macht doch eh jeder, was er will. Was machst du, wenn du nicht gerade hier herumhängst? Ich bin Arbeiter und soll die Kisten hier zu Beppo bringen. Aber weißt du was? Der kann mich mal. Hawkins ist mein Boss. Und solange der mir nicht sagt, dass ich mich bewegen soll, mache ich's auch nicht. So. Du sollst wieder an deine Arbeit gehen. Ach ja? Sagt wer? Hawkins, er ist schon ziemlich sauer. Ich sage das so schön. Gib dir Gold. Gehst du jetzt arbeiten? 20 Gold? Nee, Hawkins, er ist schon ziemlich sauer. Tatsächlich? Dann soll er doch herkommen und es mir persönlich sagen. Macht er eh nicht. Und jetzt verschwinde und geh mir nicht mehr auf die Nerven. Okay, geh ich mal zu Hawkins. Kann ich ihn dahin schicken? Kriegt er dann ordentlich aufs Maul? Wo ist denn Hawkins jetzt? Da. Der Arbeiter Dwight gibt einen Dreck auf deine Befehle. So ein Mistkerl! Beppo wird im Sechseck springen, wenn er nicht bald die Artefaktkisten geliefert bekommt. Und jetzt? Man müsste dem Mistkerl mal so richtig den Hosenboden langziehen. Ja, mach das. Ich soll das machen? Vergiss es. Ich leg mich doch nicht mit ihm an. Du bist ein Held. Ich speichere nochmal. Vorsichtshalber. Ich weiß jetzt nicht, wie... Oh, Mana-Pflanze. Wie stark der ist. Dwight. Wer weiß das schon? Es reicht, du gehst jetzt gefälligst wieder an die Arbeit. Warum sollte ich das tun? Weil ich dir sonst die Fresse poliere. Oh, tja. Wenn du mich so nett bittest, ich gehe ja schon. Okay. So einfach? Oh, ein Bier. Einfache Truhe.
Schaufel zählt jetzt nicht als Diebstahl. Wo gehen die hin? Okay, von hier kommt man auch rein. Okay, jetzt fällt mir erst auf, wie riesig die Ruine hier ist. So, Heilwurzel. Noch ein Heilkraut. Perfekt. Da ist eine Waage aus Gold, die ich nicht mitnehmen kann. Noch ein Bier. Ich sammle Bier und bringe die dann später zu Dings. Zu Louis. So, Beppo. Die Lieferung deiner Artefaktkisten kannst du von deiner tollen Liste streichen. Die Lieferung deiner Artefaktkisten kannst du von deiner tollen Liste streichen. Ich sehe schon, du hast hier alles im Griff, was? Sei aber bloß nicht so vorlaut. Ich behalte dich im Auge, Freundchen. Wenn du das sagst. Hier, nimm einen Vorschuss an deinem Anteil. Versauf aber nicht gleich alles. Nein, nein, alles gut. Ich rede nochmal mit Dings, Hawkins. Da ist er selbst schuld. So, ne, das war Lorenzo. Da hinten war Hawkins. So, Hawkins. Dwight arbeitet wieder. Sehr gut. Wurde ja auch Zeit. Hier, nimm. Die paar Münzen ist mir das wert. Deine Dankbarkeit ist grenzenlos. Was gibt's? So, das ist Dwight, oder? Ne, Handlanger. Okay, was für Quests fehlen uns noch? Die Arbeiter sollen wieder arbeiten. Alle Arbeiter tragen Arbeiterkleidung und sind meist an den Ausgrabungsstellen zu finden. Brugger schickt die Kämpfer nicht los, um die Arbeiter zu beschützen, und der Goldrausch vergiftet die Gemüter der Arbeiter. Vielleicht sollte ich mal mit Brugger und den Arbeitern reden. Mit Brugger? Ich weiß nicht. Brugger? Du kümmerst dich um die Arbeiter, habe ich gehört. Du kümmerst dich um die Arbeiter, habe ich gehört? Das ist Fußvolk. Was habe ich damit zu tun? Du hast Hawkins versprochen, ihn und seine Leute vor den Gefahren aus dem Sumpf zu beschützen. Ach, so ist das. Und jetzt sollst du bei mir hier schön bitte, bitte machen, was? Das Pack interessiert mich nicht. Merk dir das. Mach ich. Aber, was weißt du über die Bruchstücke eines goldenen Schwertes? Was weißt du über die Bruchstücke eines goldenen Schwertes? Wertloser Plunder. Ist zwar aus Gold der Kram, aber außer dem dämlichen Schmied will's keiner haben. Und der Spinner zahlt dafür viel zu wenig. Warum fragst du? Ich suche diese Bruchstücke. Ich suche diese Bruchstücke. Ach, so ist das. Das ist natürlich was anderes. Sind wohl doch nicht ganz wertlos, die Dinger, was? Ich trage zufällig eins dieser Bruchstücke bei mir. Aber ich werde es dir nicht geben. Ich warte erst mal ab, was du alles anstellen wirst, um es zu kriegen. Ja, mal gucken. Okay, ich rede nochmal mit Hawkins. Ich kann dir nicht helfen. Okay, wo könnten noch weitere Arbeiter sein? Oder Tempelruinen? Ich gucke mal auch, wie geht es denn Sarah? Achso, ja, der Sumpfhai. Ne, wie hießen die hier nochmal? Ach, hier war ein Wasserfass. Rottwürmer, glaube ich, hießen die. So war das doch, oder? Was wäre, wenn ich dir helfe, den gefährlichen Wurm zu jagen? Warte, noch nicht. Vielleicht nochmal speichern.
Was wäre, wenn ich dir helfe, den gefährlichen Wurm zu jagen? Ich bin nur ein einfacher Jäger. Viel habe ich nicht. Aber wenn wir das Ding gemeinsam erledigen, gebe ich dir 30 Gold. Bereite dich aber besser vor. Das Ding ist nicht ohne, sag ich dir. Lass uns den gefährlichen Wurm jagen. Wir haben gespeichert. Los, lass uns den gefährlichen Wurm jagen. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Zieh deine Waffe und auf geht's. Bleib dicht hinter mir. Ja, ich habe Angst. Ich glaube, das werde ich nicht überleben. Aber ich will's mal riskieren. Auf sie mit Gefrüll! Ich steck hier fest gerade. Ich hoffe, Dark überlebt hat. Dark mag ich noch. Roga ist der, den ich nicht so mag. So. Oh, rohes Fleisch, 2 Stück. Der hat Wegfindungsstörung, okay. Hier gab es aber auch noch Loot. Dark? Ich hätte auf meinen Vater hören sollen. Der hat mich vor dem harten Geschäft eines Jägers gewarnt. Um den gefährlichen Wurm brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Um den gefährlichen Wurm brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Sehr gut. Dieses Monstrum hat mir echt Angst gemacht. Das ist mir 30 Goldmünzen wert. Ich glaube, das wäre sogar mehr wert gewesen. Wenn du zum Tempel gehst, dann nimm diese Keulen rohes Fleisch mit. Im Lager wird immer Fleisch gebraucht. Ich bleib erstmal hier und ruhe mich aus. Okay, So, was haben wir hier? Druidenschierling, nice. Diese permanent Dinger, da freue ich mich drüber, wenn ich mehr davon habe. Kraut. Ich glaube, da ist Golderz, aber ich traue mich jetzt noch nicht dahin. Ich bring mal das Fleisch darüber. Ich weiß nicht, bei wem ich das abgeben muss. Hat gespeichert. Nicht bei ihm? Nein, jetzt nicht. Okay, Domingo, dann nicht. Sam? Und? Was sagst du jetzt? Roga ist schon ein Herzchen, was? Er ist ein Mistkerl. Ja, ja, man möchte ihm am liebsten den Hals umdrehen. Wenn er nicht diese schwere Rüstung tragen würde und hier so eine große Nummer wäre. Siehst du? Und deswegen säge ich sein Holz. Früher oder später werde ich Broga fertig machen. Früher oder später werde ich Broga fertig machen. Du hast Feuer unterm Hintern, das muss ich dir lassen. Wie wär's, wenn du mir dabei hilfst? Ich will nicht dafür verantwortlich sein, wenn Broga dich fertig macht. Das lass mal meine Sorge sein. Ah, wie du meinst. Es ist ja dein Kopf, den du riskierst. Was müsste ich tun, um Broga zu erledigen? Was müsste ich tun, um Broga zu erledigen? Mach's wie ich. Arbeite für ihn. Tu, was er sagt und versuche so viel wie möglich über ihn herauszufinden. Je mehr du über seine krummen Geschäfte in Erfahrung bringst, umso besser. Hm, okay, ich brauche eine bessere Rüstung. Das Einzige, was du hier draußen kriegen wirst, ist Arbeiterkleidung. Was ist mit deiner Rüstung? Woher bekomme ich die? Die Jäger- und Kämpferrüstungen verteilt der Don höchstpersönlich. Aber auch erst dann, wenn er dich in die Bande aufnimmt. Verstehe. Okay, na gut, woher bekomme ich die Arbeiterkleidung? Frag mal den Anführer der Arbeiter, Hawkins, danach. Vielleicht kann er dir weiterhelfen. Kann ich dir helfen, dass deine Jagdgeschäfte wieder laufen? Ich kann dir helfen, dass deine Jagdgeschäfte wieder laufen. Du hältst dir ganz schön viel auf, Kleiner. Aber gut, ich kann jetzt jede Hilfe gebrauchen. Rachel ist schon ziemlich ungeduldig. Sie braucht das Fleisch für die hungrigen Mäuler hier. Okay, sollen wieder jagen. Die Wache oben am Tempeleingang lässt mich nicht vorbei. Tatsächlich. Hast dir die Sache hier wohl leichter vorgestellt, was?
Ja. Der Don will nur die besten Leute in seinem Tempel sehen. Oder solche, die ihm wertvolle Geschenke bringen. Geschenke? Frag mal unseren Schmied Oscar danach. Er hat schon vielen hier geholfen, den Don zu beeindrucken. Oscar ist ein guter Goldschmied. Und der Don steht auf ausgefallene Dinge, die aus Gold gemacht sind. Okay. Was weißt du über die Bruchstücke eines Goldschwertes? Ich weiß, dass Oscar solche Bruchstücke sucht. Und ich weiß, dass ausgerechnet Broga eins dieser Bruchstücke hat. Tja, und damit Ende der Geschichte. Wenn Oscar das Ding haben will, muss er Broga umhauen, um daran zu kommen. Meinst du, Oscars Goldschwert würde dem Don gefallen? Du willst Oscars Goldschwert, um beim Don vorgelassen zu werden, was? Und wenn es so wäre? Naja, erstmal müsstest du alle Bruchstücke des Schwertes finden und zu Oscar bringen. Dann müsste Oscar das Schwert wieder zusammensetzen. Tja, und dann musst du dir was einfallen lassen, wie du es Oscar wieder abnimmst. Könnte funktionieren. Aber das wird nicht einfach. Okay. Weißt du, wo ich die goldenen Bruchstücke finden könnte? Außer Brogas Bruchstück, meinst du? An deiner Stelle würde ich mal die Arbeiter fragen. Wenn es jemand wissen könnte, dann sie. Die graben doch den ganzen Tag nach so einem Goldkram. Okay, wegen deiner Jagdgeschäfte, was kannst du über die Jagd machen? Das machen wir später. Und ich würde sagen, wir machen hier dann in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao!